Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir bei Kunterbunt. Heute wieder ein YouTube-Hop vom Team Kreativstempel. Ich freue mich total, es ist nämlich vermutlich mein letzter. Ich werde nämlich aufhören mit Stampin' Up. Und zwar geht es heute um das Thema Tischdeko. Das hat sich die Melanie von mir für Spastlecker ausgedacht, das Thema. Und ich habe eben ein bisschen überlegt, weil meine Mama feiert bald ihren 60. Geburtstag. Und da habe ich eben gedacht, oh, da könnte ich ja dann gleich irgendwas Schönes machen. Und zwar, ich zeige euch mal mein Teilchen. Ist das das hier? Ich hoffe, man kann es gut sehen, aber ich denke, es geht komplett drauf. Das ist eine Wimpelkette und zwar so gemacht, dass die mit Strohhalm eben ist. Man kann es auch mit Schaschlikstäben machen. Und das Ganze kann man dann in Kuchen stecken zum Beispiel oder in ein Glas jeweils ein Teil, wo man Besteck oder so reintut zum Beispiel. Oder man könnte es auch zum Beispiel in so kleine Blumentöpfe oder so stecken, wenn man so ein bisschen Blumendeko auf dem Tisch hat. Genau, also irgendwas, wo man es praktisch reinstecken kann und dann. Oder ein kleines Töpfchen, wo man Sand reinfüllt, dann kann man das auch reinstecken. Geht eben auch mit Schaschlikstäben. Oder ich habe es jetzt eben mit so Strohhelmchen gemacht. Und ich finde das Ganze total süß. Jetzt kann man es natürlich so nicht sehen. Also es hängt dann halt so runter. In dem Fall habe ich jetzt den Namen von meiner Mama natürlich genommen und habe den gemacht. Und jetzt gleich bastle ich mit euch auch nochmal eine kleinere. Da kann man ja natürlich reinschreiben, was man möchte. Man könnte auch Happy Birthday schreiben oder alles Gute oder wie auch immer. Und die zweite Kette, die ich mit euch mache, da machen wir dann ein Hallo. Genau, weil ich gedacht habe, da kann man ja verschiedene Sachen mitmachen. Ich habe eben immer so ein bisschen Deko noch zusätzlich ausgestanzt. Und eben dann noch mit ein paar Steinchen verschönert und ein bisschen mit dem Wink of Stella am Schluss noch ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Und ich finde es eigentlich eine ganz süße Sache und es geht ganz flott. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss! So, wir wollen jetzt anfangen. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt bei unserer Girlande, ich habe euch ja die eine gezeigt, jetzt machen wir noch eine neue und auf die möchte ich draufschreiben Hallo. Und deswegen habe ich mir schon mal im Buchstabenmix, das oben kurz, ein Hallo ausgestanzt. Genau. Und dann halt noch so ein bisschen Kleinkram, da weiß ich noch nicht genau, ob ich das dann nutze. Das habe ich aus den echten Einhörnern stanzen. Da habe ich mir einfach so ein paar Sachen halt ausgestanzt, wo ich gedacht habe, oh, die können wir vielleicht links und rechts hin machen. Weiß ich aber noch nicht, was ich davon nutze. Ja, genau. Und dann habe ich mir natürlich diese hier ausgestanzt. Diese Wimpel oder Banner oder wie auch immer. Die sind aus dem Set Basics mit Pep. Und zwar sind das dann die größte Bannerstanze, die hier drin ist. Die habe ich dafür benutzt. Für das Hallo habe ich jetzt 7 Stück gemacht, weil eben 5 für die Buchstaben und dann nochmal jeweils 1 für rechts und links, weil ich das einfach ganz schön finde, wenn das so ein bisschen das Ganze auflockert. Dann nehmen wir uns unsere Wimpelchen und die falzen jetzt in der Mitte bei 4,3. Da müsst ihr ein bisschen gucken, weil ihr natürlich das nicht genau sehen könnt, wo hier die 3 ist. Müsst ihr halt einfach so ein bisschen gut schauen. Wer jetzt sagt, ich möchte es nicht mit dem Falzband machen, könnt ihr natürlich auch. Also ihr könnt es falzen bei 4,3, wenn ihr euch traut. Dann könnt ihr das machen, dann ist das eben so die Hälfte. Ne? Dann hätten wir so ein Teilchen schon fertig. Oder wenn ihr sagt, oh, das kann ich nicht so gut sehen, dann könnt ihr es natürlich auch einfach so machen, ohne Falzbrett. Geht genauso. Da müsst ihr halt dann einfach nur unten gucken, dass ihr das möglichst genau auflegt. Und dann mit dem Falzband unten lang. Geht genauso und dann müsst ihr nicht so genau schauen. Und das macht ihr jetzt eben mit den ganzen Wimpelchen. Dass wir halt da überall das Ganze so haben. Jetzt habe ich mich ein bisschen verdrückt. Das macht nichts, kriege ich mal hin. Zur Not einfach die Rückseite dann. Das ist ja auch noch was. Ihr könnt das Ganze natürlich auch von der Rückseite gestalten, weil man es ja theoretisch von beiden Seiten sehen kann. Außer ihr macht es so auf so einem Buffettisch, dann sieht man es nur von vorne, dann rechts natürlich auch nur auf einer Seite oder so. Wenn ihr dann Art Buffet dekorieren wollt oder so, dann geht das auch.
Wenn ihr aber zum Beispiel einen Tisch dekoriert, dann könnt ihr das auch von beiden Seiten noch Deko und Buchstaben drauf machen oder so. Wie gesagt, da habe ich jetzt 7 Stück. Jetzt gleich fertig. Genau, dann braucht ihr eine Kordel. Ich habe jetzt mal die hier genommen, die hatte ich noch da. Das ist so eine silberne. Und ihr braucht zum Beispiel Strohhalme oder Schaschlikspieße gehen auch, falls ihr welche habt. Also die funktionieren auch. Ich fand jetzt nur das von der Farbe her sehr passend. Also entweder das helle Grün oder das helle Grün. Einfach für rechts und links, um unsere Wimpelkette sozusagen zu halten. Und genau, dann nehme ich jetzt auch mal unser Tool hier, unser Werkzeugtool. Da ist nämlich so eine Ahle drin. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt einfach hier oben so ein Löchchen rein. Einmal auf der einen Seite. Und dann versuche ich die andere Seite zu treffen. Was ungefähr hat. Dass man da dann das so ein bisschen mit einer Nadel oder so oder sowieso mit der Kordel vielleicht so durchfädeln kann, war so die Idee. Also mache ich mir jetzt einfach um ein Löchchen rein. Wenn ihr einen Schaschlikspieß habt, ist der natürlich unten schon angespitzt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da könnt ihr es dann überall reinstecken, in einen Kuchen oder in ein kleines Blumentöpfchen, das ihr mit auf den Tisch stellt. Oder an einem Glas mit rein, wenn ihr zum Beispiel Besteck in einem Glas oder so auf den Tisch stellen wollt bei einem Festchen. Ist das auch immer eine ganz schöne Variante. Und die Idee ist jetzt sozusagen, dass man das hier dann hier reinsteckt und dann kann man es zuknoten. Entweder macht ihr hier sitzen Knoten, dass es hier direkt hält, oder ihr knotet das einmal rum und macht da hier einen hin. Genau. Also könnt auch ein Schleifchen machen, ne? Also können wir auch. Wenn wir wollen. Genau. Und dann, wie gesagt, einen Knoten. Dann hätte man die eine Seite schon fixiert und wenn man das dann. Oder man macht es halt erst, also wie es euch lieb ist. Ich finde es immer ganz schön, wenn ihr das schon ein bisschen, dann weiß man so die Abstände, dass man da ein bisschen, genau. So, jetzt können wir erst das Ganze ranhängen oder wir können es erst gestalten. Das bleibt euch überlassen, also wie ihr das machen möchtet. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal mein Blättchen daran. Das mache ich schon mal als erstes. Also wie gesagt, ich habe da halt jetzt einfach so ein paar Deko-Sachen ausgestanzt, weil ich gedacht habe, dann lockert es das Ganze nochmal auf. Dann öffne ich meine Klappe von meinem Wimpelchen und mache da auch nochmal Kleber hin. Am besten da oben auch ein bisschen, damit es dann auch an der gleichen Stelle bleibt. Und dann füge ich das da oben ein. Da könnt ihr ja ein bisschen gucken, dass ihr dann immer einen ähnlichen Abstand von euren Wimpeln habt. Und dann wäre das sozusagen der erste Wimpel. Und jetzt machen wir das O. Mal kurz gucken hier rum, ne? Ja, ich wollte jetzt eigentlich das ein bisschen weiter unten. Naja. Und da habe ich wieder ein bisschen Papier noch hängen. Ist halt echt eine süße Sache, finde ich. Und was mal was anderes noch. Ich finde es eine schöne Sache. Könnt ihr auch schön mit Farben spielen oder eben mit Deko. Und ihr könnt da dann auch noch Glitzersteinchen drauf machen oder so. Je nachdem, was ihr halt für ein Thema habt an Party. Einfach eine Sommerparty oder sowas ist. Oder ob es eine Kindergeburtstagsparty ist, da kann ich mir das auch total gut vorstellen. Wie gesagt, die Rückseite könnt ihr, wenn ihr wollt, auch dekorieren. Jetzt haben wir noch 3 Wimpelchen, also die restlichen Buchstaben noch. Und
Dann haben wir es gleich schon geschafft. So cool. Das ist halt eine schnelle Sache. Das Einzige, was ein bisschen aufhält, ist das Kurbeln am Anfang, wenn ihr die ganzen Sachen hier auskurbeln müsst, mehrmals. Dafür müsst ihr sie aber nicht schneiden, weil das könnt ihr theoretisch auch, geht ja auch ganz einfach. Man muss da ja einfach bloß so eure Größe und dann überall, aber dann kriegt das halt nicht ganz vielleicht genau hin. Also ich fand die Variante jetzt mit dem Stanzen schon auch ganz schön. Damit sind sie halt wirklich alle gleich. Und man kann dann theoretisch zum Beispiel auch noch hier so ein Blättchen hinmachen, wenn man möchte. Oder das von oben. Das finde ich auch ganz süß, wenn man das so ein bisschen rüber macht. Ich glaube, das mache ich doch. Ja, also da könnt ihr euch dann ein bisschen austoben. Man kann auch den Namen vom Geburtstagskind zum Beispiel dann auf die Tafel machen. Mit. Das finde ich auch immer ganz süß. Fähnchen oder Wimmelchen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Auch noch mal gut festdrücken. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Hut. Den könnte man halt theoretisch auch noch irgendwo mit hinmachen. Aber fand ich jetzt. Nee, passt jetzt irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich noch ein zweites Blatt. Kammer muss man aber nicht. Also ich lasse es jetzt erstmal so. Dann schneide ich das eben wieder ab. Hier an der Seite, jetzt weiß ich ja, wie lang es braucht. Und dann stecke ich mir das wieder drüben in mein Löchchen, was ich da vorhin gemacht habe. Und hoffe, dass es an der richtigen Stelle rauskommt. Genau. Und dann kann ich es wieder festknoten und dann habe ich meine Wimpelkette fast fertig. Also je nachdem, wie viel Deko, wie gesagt, man da noch möchte. So, das wird schon mal einmal. Und jetzt kann man noch mit Glitzersteinchen dekorieren oder mit Washi-Tape oder was auch immer ihr dann noch zu Hause habt. Mir ist nur gerade eingefallen, ich hatte nämlich diese hier und ich finde, die passen auch gut dazu. Das sind noch alte matte Akzente oder sowas hießen die. Ich habe jetzt gerade gedacht, die passen doch super noch dazu. Da kann ich die noch irgendwie so ein bisschen mit verwerten. Dann kommen die nämlich weg. Also die mache ich jetzt in Grün halt logischerweise, weil ich da halt auch noch ein paar übrig habe. Und könnte zwischendrin auch noch mal einen gelben machen oder so. Genau. So. Wenn man möchte, kann auch ein bisschen Glitzer machen oder so. Aber ich finde es jetzt so eigentlich ganz süß. Damit sieht man es natürlich nicht. Also normalerweise kann man das dann eben so eben zum Beispiel in Kuchen reinstecken, oben drüber als Deko, wie ich vorhin gesagt habe, oder in so einen Blumentopf. Finde ich total süß. Ist was ganz Schnelles und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und viel Spaß beim Basteln.